Eine Filmsession bei mir zu Hause startet nie ohne Kaffee. Schnobi leistet mir Gesellschaft. Als ich in den Vogelgarten sah, kam mir eine coole Idee. Ich schnappte mir etwas Weihnachtsdekoration aus dem Haus. Und damit dekorierte ich den Garten. Ja, moin und schönen guten Tag. Wir sind jetzt gerade dabei, das Setup aufzubauen für das schöne Weihnachtsvideo. Und wie ihr sehen könnt, der Himmel ist blau, die Sonne scheint und wir haben, glaube ich, 10 Grad. Typisch Weihnachten. Na egal. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Video, denn jetzt geht's los. Tierisch gut drauf. Wie auch sonst machte ich es mir im Wintergarten gemütlich. Danach richtete ich die Kamera aus und die ersten Vögel ließen auch nicht lange auf sich warten. Im schönen Licht zeigten sich zunächst die Blaumeisen. Meinen neuen Meisenknödelring finden Sie besonders toll. Auch der Kleiber stützt sich gerne auf die Meisenknödel. Nach 10 Minuten Filmzeit wurde die Ruhe jedoch gestört. Vielleicht hört ihr es auch schon, der Nachbar, der ist seit einer halben Stunde mit dem Laubbläser am Gange. Und leider ist hier auch seitdem kein einziger Vogel auf dem Boden gelandet. Also keine Amsel, kein Buchfink, kein Grünfink. Das ist total nervig. Ich meine, klar, der Nachbar muss irgendwann mal seine Blätter wegmachen, aber muss das gerade jetzt sein? Ich brach das Filmen an diesem Tag vorzeitig ab. Zwei Tage später dekorierte ich den Garten erneut. Es war diesmal bewölkt und ab und zu regnete es auch. Die Vögel waren heute auch wieder zahlreicher da. Der Eichelherr beobachtete zunächst sehr skeptisch die Dekoration. Aber dann machte er sich dennoch direkt über die Erdnüsse her. Das Futterhaus wurde ebenfalls gut besucht. Hier trifft man häufig das Rotkehlchen. Die Türkentaube sitzt lieber auf dem Futterhaus. Sie frisst am liebsten auf dem Boden.
Auch die Amsel frisst am liebsten vom Rasen. Hier wartet der Bergfink auf seine Gelegenheit. Sein naher Verwandter, der Buchfink, wartet ebenfalls ab. Meist fliegen beide Arten zusammen zum Boden. Der Futterring lockt auch den Buntspecht aus den Bäumen. Hier kann er genüsslich fressen. Ein neuer Besucher hat sich nach einigen Monaten wieder blicken lassen. Der Dompfaff. Das Männchen hat eine rote Brust, während das Weibchen eine braune Brust hat. Beide Geschlechter haben eine schwarze Haube. Der Dompfaff frisst am liebsten Kerne, die er knacken kann. Natürlich sind auch die Spatzen wieder da gewesen. Auch sie lieben den Futterring. Die Grünfinken sind mittlerweile zu fünft anzutreffen. Sie bevorzugen weiterhin die Futtersäule. Der Weihnachtsmann wird beobachtet. Ganz unauffällig hüpft die Heckenbraunelle durch den Garten. Sie ist sehr scheu und flüchtet meist bei der kleinsten Bewegung. Auch die Kleiber waren heute wieder aktiv. Die Kerne werden immer eingeklemmt und aufgehackt. Die Kohlmeisen fühlen sich ebenfalls im Garten wohl. Der schwarze Bruststreifen bei den Männchen ist wesentlich breiter als der Bruststreifen der Weibchen. Kleine Video gefallen. Wenn ihr Bock auf den Kanal habt, dann abonniert doch einfach mal, klickt einfach hier nach oben und ansonsten guckt euch gerne noch ein weiteres Video von mir an. Einfach hier nach unten klicken. Bis dahin, haut rein!